Wir haben, möchte nochmal zurückkommen auf die Silvesterkrawalle. Die haben ja in bestimmten Stadtvierteln stattgefunden, zum Beispiel in Neukölln. Und Kolleginnen und Kollegen im Journalismus sprechen auch von Parallelgesellschaften oder von Stadtteilen, wo die innere Sicherheit gar nicht mehr Zugriff hat. Wie sehen Sie das in Berlin, diese Parallelgesellschaften? Und was ist dagegen zu tun? Wie kann man für mehr Integration sorgen? Wissen Sie, mir ist wichtig, dass wir, wenn wir über diese Silvesternacht sprechen, eben das gesamte Bild betrachten. Und da müssen wir uns nicht nur mit der Frage auseinandersetzen, ist unsere Justiz und unsere Sicherheitsstruktur hier richtig aufgestellt, sondern wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, was sind eigentlich die Ursachen dieser Silvesternacht. Und das bedeutet eben, dass wir über die Frage von Integration sprechen, von Bildung sprechen, von Aufstiegschancen sprechen. Und dann ist es schon für mich sehr irritierend, wenn die heutige regierende Bürgermeisterin Giffey, die lange Bürgermeisterin in Neukölln war, die danach Bundesfamilienministerin war, jetzt zuerst nach dem Bund ruft, dass wir eine Debatte darüber führen, ob wir in dieser Stadt ein flächendeckendes Böllerverbot brauchen, statt sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, die da in dieser Silvesternacht passiert sind, von Menschen, die glauben, für sie gelten die Regeln in diesem Land nicht. Ich sage, es gelten für jeden, egal wo er herkommt, egal welche Nationalität er hat oder sie, die Regeln unseres Rechtsstaates. Und das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und da ist auch die regierende Bürgermeisterin Giffey in Verantwortung.